Guten Tag und herzlich willkommen zum 101, dem Expertengespräch von MeinGeldTV auf dem Funkkongress in Mannheim. Ich begrüße heute ganz herzlich Herrn Achim Plate. Er ist Vorstandsvorsitzender der Lloyd-Fonds AG. Guten Tag, Herr Plate. Guten Tag, Frau Hegewald. Herr Plate, die Lloyd-Fonds AG hat sich in den vergangenen letzten 2 Jahren als neuer und moderner Akteur auf den Markt des Asset Management aufgestellt. Inwieweit unterscheiden Sie sich denn von Ihren Mitbewerbern? Ja, die Lloyd-Fonds AG ist börsennotiert und bankenunabhängig. Wir positionieren uns als unabhängiger Finanzpartner für Privatkunden und institutionelles Kapital. Und wir wollen mit aktivem Fondsmanagement, digitalen Lösungen, sehr kundenzentriert und kundenfokussiert Assets under Management erfolgreich für unsere Kunden verwalten. Sie setzen explizit einerseits auf aktive Investmentphilosophie für Ihre Publikumsfonds und andererseits legen Sie Wert auf eine digitale Vermögensverwaltung. Warum wählen Sie diese beiden Strategien? Weil unsere Kunden so etwas wünschen. Es gibt einerseits die Kunden, die das aktive Fondsmanagement, also den Mensch, der die Anlageentscheidung trifft, wünschen. Und es gibt andere Kunden, die mehr risikobewusster sind, die Risikomanagement einer digitalen Lösung favorisieren. Und da wir kundenzentriert Produkte anbieten und Lösungen anbieten wollen, haben wir uns entschieden, diese beiden Komponenten zu entwickeln. Sie betonen immer wieder die besonderen Vorteile Ihrer digitalen Asset-Plattform 4.0. Können Sie uns verraten, was steckt denn hinter diesem Geschäftsmodell? Die Digital Asset Plattform 4.0 ist der Enabler für unsere gesamten Lösungen und Produkte, die wir entwickelt haben. Es hat einen großen Paradigmenwechsel gegeben, diese klassischen Strukturen von Front Office, Middle Office und Back Office in der digitalen und in der Vermögensverwaltung, die ändern sich. Es kommt zu einer immer stärkeren Vernetzung von Kundenwünschen und Datenmanagement, Big Data. Und das können Sie ohne eine integrierte Plattform heute in Echtzeit nicht mehr sicherstellen. Und auch ein Fondsmanager, der noch selber die Entscheidungen für die Anlage trifft, ist angewiesen, bei der Datenvielfalt, in der Geschwindigkeit, die heute generiert werden, unterstützt zu werden. Und dafür haben wir diese Digital Asset Plattform als cloudbasierte Lösung neu entwickelt und umgesetzt. Sie haben dieses neue digitale Produkt heute zum ersten Mal vorgestellt unter der Marke Like. Und hier auch angeboten zum ersten Mal. Was zeichnet eigentlich dieses Produkt wirklich aus? Wir haben uns entschieden, eine Zweitmarke Like zu etablieren für unsere digitale Vermögensverwaltung. Dazu haben wir über die letzten 2 Jahre einen eigenen Algorithmus entwickelt, der in der Lage ist, kundenindividuelle Depots zu optimieren und das unter Berücksichtigung von Chance-Risikoprofilen eines Kunden oder anderer Vorlieben, zum Beispiel Nachhaltigkeit oder Länderpräferenzen. Und diese Lösung, die wir dort mit dem Algorithmus entwickelt haben, ist aus meiner Sicht zukunftsweisend und damit wollen wir insbesondere digital affine Kunden ansprechen und auch im institutionellen Bereich risikobewusste institutionelle Anleger bedienen. Vielen Dank. Und viel, viel Erfolg für die Zukunft, Herr Plate. Danke, Frau Hegewald.